So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen allerseits und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Im Namen von XM freue ich mich, das mit euch machen zu können. Ungewöhnliche Stunde heute Morgen, aber es ist auch das letzte Webinar für dieses Jahr und ich freue mich, dass ihr trotz dieser etwas ungewöhnlichen Zeit dann heute mit dabei seid. Aber auch ich erlaube mir ab heute Nachmittag dann die Weihnachtszeit einzuläuten und dann so langsam das Ganze dann ausklingen lassen. Und ich bin überzeugt davon, ihr werdet dafür Verständnis haben. Und ich glaube, auch ihr werdet euch so langsam aber sicher dann in die etwas ruhigere Zeit begeben. Und ich denke, dann passt es gerade, dass wir hier heute Morgen auch unser Vorbereitungswebinar machen. Es wird sowieso nicht mehr allzu viel passieren. Ich freue mich sehr, dass trotzdem heute Abend, heute Morgen noch einige hier die Zeit gefunden haben, mit mir ein bisschen durch die Märkte hindurchzugehen. Und im Namen von XM bedanke ich mich natürlich auch jetzt schon mal im Voraus. Der Chat ist offen. Wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, fragt mich. Ihr wisst ja, das größte Geheimnis an der Börse ist, dass es einfach kein Geheimnis gibt. So, dann starten wir gleich durch. Und fangen natürlich mit dem Risikohinweis an. Jeder ist für sein Trading grundsätzlich selbst verantwortlich und übernimmt natürlich dann auch die eigene Haftung und das eigene Risiko. Das bin ich, das ist nicht wirklich wichtig. Erfolg ist für mich keine Fantasie oder eine Formel. Und das hat sich auch dieses Jahr wieder bewiesen. Ich habe alle meine Konten jetzt schon das zweite Jahr in Folge ins Plus gebracht und wir gucken uns dann auch gleich dann an, das Konto, was wir hier mit XM auch gemeinsam fahren. Ich hatte ein anderes Live-Konto letztes Jahr mit 104% abgeschlossen. In diesem Jahr wird es um die 15% abschließen. Das heißt, all das, was wir hier tun, seht ihr, hat nicht nur kurzfristige Auswirkungen, sondern auch einen langfristigen Aspekt. Und von daher gesehen, denke ich, sind wir auch da auf dem richtigen Weg, profitabel auch langfristig zu arbeiten. Und das wird auch der Inhalt meines Seminars sein, das ich übrigens jetzt fix gemacht habe, 14. und 15. März 2020 im Kloster Holzen. Kostet 2 Tage, kosten also 99 Euro. Das heißt, ich schenke das Seminar mehr oder weniger her. Aber ich möchte einfach auch gerne etwas zurückgeben. Und Inhalte dieses Seminars werden sein eben Trading, verschiedene Strategien und natürlich dann auch ein etwas neuer Ansatz zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, das allerdings einen sehr tiefen Einfluss haben wird auf dein Trading. Und ich freue mich drauf. Ne? Also bevor ich das ins Facebook gebe, habt ihr die Möglichkeit, natürlich euch da einen Platz zu sichern, wer das Ganze dann möchte. Das ist unser Handelsansatz hier, mit dem wir arbeiten. Trendfolge ist einfach das, was am häufigsten mitunter im Markt funktioniert und mit dem wir auch erfolgreich jetzt schon in diesem Jahr unterwegs waren. Daraus ergibt sich das Regelwerk, dass ich also einen Trend brauche, der sollte jung sein, dass ich aus der Korrektur komme und dass ich mit Heiken Aschi arbeite, eine sehr schöne, einfache Art im Trading zu arbeiten und dort auf eine Ausgleichskerze warte und mich dann einstoppen lasse. Das ist das Regelwerk und Regeln 5 bis 7 sind mehr oder weniger so ein Geländer, mit dem ich mich aufhalten kann, wo ich sage, vorzugsweise steige ich außerhalb des fairen Preises ein, weil die Märkte die Angewohnheiten haben, einfach zum fairen Preis wieder zurückzukehren. Und dann arbeite ich halt auch mit klar formulierten Zielen, sodass ich dann nicht rumeiern muss, wie weit soll der Markt gehen, soll ich das oder das machen. Und ich gucke natürlich auch drauf, dass mich die Großwetterlage dann in dem Bereich auch immer wieder unterstützt. Und damit lasst uns mal kurz in die Märkte hineingehen. Und ich hoffe natürlich, ihr seid noch einigermaßen fit, habt bisher ein schönes Wochenende gehabt und freut euch jetzt auch auf eine ruhigere Zeit im Kreise derer, die einem wirklich wichtig sind. Was machen die Märkte generell? Ja, es ist natürlich jetzt, die großen Jungs sind nicht mehr da. Das muss man natürlich auch sagen, die sind alle im Urlaub. Das heißt, da ist jetzt wirklich nicht mehr allzu viel zu erwarten. Was zu sehen ist hier im Markt, ist, dass sich der Markt auf sehr hohem Niveau stabilisiert. Wir hatten also wirklich am Freitag nochmal ein neues Allzeithoch erreicht mit 4.000, nein, 3.225 Punkte im S&P 500. Und ihr seht es auch im frühen Handel bleiben die Märkte relativ stark und stabil
unterwegs. Also insofern ist der Markt natürlich korrekturanfällig. Und wenn ich mir die Großwetterlage anschaue, ihr seht schon, der faire Preis liegt elendig weit weg. Aber der Markt ist so stark. Es ist, wenn ihr auf die linke Seite schaut, kaum mehr Volumen da oben da. Und das ist auch der Grund, warum der Markt weiter ansteigen kann. Weil wir einfach in diese Euphoriephase hineinkommen, in diese Gierphase, wo keiner mehr irgendwas verpassen möchte. Allerdings würde man sich jetzt die COT-Daten anschauen, merkt man da inzwischen einen ersten Einschlag, dass die Commercials sich anfangen, gegen hohe Preise langsam abzusichern. Ja, das ist ein erstes Zeichen dafür, dass die Luft sehr dünn wird da oben, aber auch noch genügend Platz ist, damit der Markt weiter steigen kann. Ich bleibe bei meiner Auffassung, dass der Markt weiterhin long ausgerichtet ist, solange ich vom Markt kein anderes Signal oder Anzeichen bekomme. Ja? Und das geht, hat einfach dann damit zu tun, dass ich hier jederzeit, wenn ich jetzt mal im Tageschart bleibe, jederzeit so einen Rücksetzer machen kann auf diesen letzten Punkt 2, ja, und dass es von dort dann auch aus auch jederzeit weiter nach oben gehen kann. Ja, ich gucke mal, ob ich hier eventuell einen kleineren Trend kriege. Ich mache das halt mit der 13. Ja, genau. Also das ist momentan der Trend, den ich auch so wahrnehmen kann, der also hier unten anfängt, der hier dann so in der Richtung weitergeht und dann hier so auch diesen kleinen Rücksetzer dann mitnimmt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das kommt. Denn man sieht ja auch, dass die 200er gleitende Durchschnittslinie sehr steil von unten rauf kommt. Und wenn da der Markt irgendwann mal anläuft, dann sitzen da wahrscheinlich sehr viele Leute in ihren Bussen, die einfach diese Chance nochmal nutzen, um nochmal nachzukaufen. Also in den Aktienmärkten selber für mich nach wie vor keine Möglichkeit, short zu gehen. Deshalb bleibt da wirklich vorsichtig. Wenn ihr long seid, zieht eure Stops einfach nach. Aber mit Shorts wäre ich da immer noch vorsichtig. Ja? Bernd, sehr, sehr gerne. Ich blende dir am Schluss nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Da, dann schickst du mir bitte eine E-Mail, sei so lieb. Ich habe mal eine Frage, weil der Thomas sagt, er sieht nur das Bild der Cam. Ist es bei euch auch so oder seht ihr den Chart? Kann mir da mal kurz jemand, nicht, dass ich hier irgendwas falsche Einstellung habe. Okay, Thomas, du kannst da switchen. In deinem Bild kannst du meine die Cam nach oben ziehen. Da ist so ein Balken, wo du das Bild kleiner machen kannst. Und dann siehst du auch mehr vom Chart, ne? Weil alle anderen sehen das auch. Aber dann ist die Cam momentan zu groß und zieh es einfach kleiner. Da ist irgendwie so ein Querbalken, wo du zwei Bilder, wo du rauf und runter schieben kannst. So, gut, soweit mal zum deutschen, zum S&P 500. Wenn wir uns den DAX anschauen, auch der hat ein bisschen anderes Bild, wenn ich mir den Tageschart vielleicht jetzt auch anschaue zuallererst. Wir sind hier in einem Trend natürlich auch unterwegs. Er versucht hier den Trend weiter nach oben fortzusetzen und dabei bleibe ich auch. Er hat am Freitag nochmal eine schöne Ausgleichskerze gemacht nach einem 2-Tages-Rücksetzer und jetzt geht er erstmal wieder nach oben. Das heißt, er wird sich dem Ami-Markt auch nicht wirklich entziehen können und weshalb ich auch hier weiter Aufwärtspotenzial sehe. Natürlich ist alles nur ein Thema der Wahrscheinlichkeiten, aber auch hier in der Stunde sieht man relativ schön, wie es weiter nach oben gehen kann. So. Dann habe ich zwei Trades laufen. Das ist einmal der Australdollar gegen den Schweizer Franken. Das ist ja der große Trade. Und ihr seht schon, da hat es unseren Soft Stop, hat es hier nur angetriggert, aber ohne Schlusskurs darunter. Weswegen der Trade auch weiterhin intakt bleibt bei mir. Ich denke, von euch, die mir folgen, haben den Trade nicht mehr am Laufen, weil er nämlich sein Ziel bereits erreicht hat hier oben.
Ich hatte ein bisschen ein anderes Ziel dann noch und gehe davon aus, dass wir den Point of Control hier oben erreichen werden. Deshalb habe ich den Trade auch laufen lassen. Bin jetzt erstmal dafür bestraft worden, dass er nochmal deutlich ins Minus lief. Stört mich nicht, weil mir der Trade egal ist, weil mein Risiko einfach passt. Mir vollkommen wurscht. Und jetzt geht er halt einfach wieder in die Long-Richtung. Wir gucken mal, ob er mittelfristig einfach sein Target nochmal erreicht, respektive den Point of Control. Anders als den Euro gegen den kanadischen Dollar, den haben wir ja auch gemeinsam gestartet. Ich habe den ja auch rechtzeitig publiziert. Da haben wir unseren Soft Stop, wenn mich nicht alles täuscht, bei der 45, ich glaube hier irgendwo. Und den haben wir inzwischen ja deutlich auch getriggert. Sollte da noch jemand drin sein? Also ich würde jetzt auch meinen Hardstop hier nachziehen wollen und fliegt dann ganz einfach raus. Aber der Trend ist für mich immer noch intakt, weswegen auch es noch keinen Grund gab, den Trade vorzeitig zu beenden. Unser Ziel liegt hier oben bei 27 aktuell und eventuell sogar im weiteren Verlauf dann am Point of Control dann noch oben. Also wer den Trade noch laufen hat, bei mir läuft er auf jeden Fall noch, bleibt auch im Laufen. Entweder er erholt sich jetzt dann oder ich fliege dann ganz einfach unten raus. So, dann haben wir, gehen wir mal die Märkte durch, jetzt auch für diese Woche. Für die, die wir letzte Woche gemeinsam vorbereitet haben, gab es keinen Einstieg. Das werden wir dann auch gleich noch sehen. Aber wir gehen mal die Märkte hier in aller Ruhe durch und gucken, ob wir uns hier irgendwas erarbeiten können. Wir in diesem Chart, das ist Australdollar gegen den kanadischen Dollar. Nachrichten erwarten uns übrigens diese Woche keine. Kann ich euch jetzt schon sagen, Zinsentscheidungen sind alle durch, die fangen erst nächstes Jahr wieder an. Dann haben wir ja sowieso zwei Feiertage, einen halben Tag morgen dann nur und ich glaube, ein ganzer Tag ist dann erst der Freitag wieder, oder? Mittwoch, Donnerstag, genau, der Freitag wieder. Also von daher gesehen alles chillig diese Woche. Australdollar, Kanada-Dollar, siehst du schon, wenn wir unser Regelwerk betrachten, und das empfehle ich euch wirklich nach festen Regeln zu arbeiten, umso einfacher ist es Trading. Nochmal, ich brauche einen sichtbaren, gültigen, schön auszusehenden Trend. Der sollte jung sein, der sollte sich in der Korrektur befinden, dass wir eben die Trendfortsetzung handeln können. Und dann warten wir eben auf diese Ausgleichskerze. So, hier ist es denkbar schwierig aktuell und wie gesagt, Regelwerk als Geländer, wo wir uns ein bisschen anhalten können, wenn es geht, immer außerhalb der fairen Preiszone, also der grünen Zone, immer tendenziell eher zurück zum Point of Control. Das sind einfach die Trades mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit. Hier stellen wir fest im Australdollar Kanada, dass wir mitten in der fairen Preiszone drin sind, dass wir vielleicht einen, ja, ich sag mal, ganz großen Trend haben. Ich gehe den mal ein, schau mal, ob er den greifen kann. Ja, das ist im Prinzip dieser große Trend, den er mir hier auch einzeichnet. Ja, und dann eben hier dann hochgeht oder genau, ich würde ihn dann jetzt eher so zeichnen, aber spielt jetzt keine Rolle, weil er eben diese Korrekturzone hier nimmt. Und da sind wir jetzt hier einfach unten am Point of Control wieder abgeprallt und gehen hier wieder in die Long-Richtung. Ja, das wäre eine Einstiegschance gewesen. Nur das Ganze sieht mir sehr, sehr nach so einem großen Seitwärtsgeschiebe aus. Und da befinde ich mich dann jetzt mitten in der fairen Preiszone drin. Macht für mich keinen Sinn. Ihr seht aber trotzdem als Bestätigung, ja, dass wenn du einen auch größeren Trend hast, da musst du halt viel Zeit mitbringen und auch Geduld mitbringen, dass hier am Point of Control sehr oft Schluss ist. Und das ist ja die Ausnahme, wo wir innerhalb der fairen Preiszone auch handeln, wenn du in einem stabilen Trend, wenn die Korrektur dort endet und wenn sie dir am Point of Control die Ausgleichskerze bringt, dann wäre dort auch ein Einstieg möglich gewesen. Nur wir hatten Zinsentscheidungen letzte Woche in Kanada und all das hebelt es Regelwerk dann auch ein Stück weit aus, weswegen ich auch da kein Risiko gehe. Weil alle unsere Trades müssen immer duplizierbar und beständig sein. Australien-Dollar, Neuseeland-Dollar, Regel 1, du brauchst einen Trend. Hast du hier einen Trend? Siehst du hier einen sauberen, duplizierbaren Trend? Nein, siehst du nicht. Es ist in der fairen Preiszone, es ist um den Point of Control, es ist nichts da.
Australdollar gegen Japan-Yen. Ja, du siehst einen Trend, ja, befindest dich aber mitten in der fairen Preiszone und läufst hier auf eine sehr hohe Volumenzone auf, die ähnlich groß ist wie der Point of Control. Deshalb würde ich auch dort natürlich nicht mehr einsteigen. Macht für mich selber keinen Sinn. Australdollar, US-Dollar hat genau das gleiche Szenario. Es ist ein gültiger Trend da. Der Markt befindet sich aber mitten in der fairen Preiszone und dieselbe Situation hat man hier schon mal. Das war hier um den Dreh herum, das war Anfang November. Seht ihr, hat man dieselbe Situation. Es ging zwar, aber der Markt kam wieder zum Point of Control zurück. Das ist genau die Gefahr, wenn du dich innerhalb des fairen Preises befindest. Ja, da sagt der Markt, na, wir wollen nichts, es ist doch alles in Ordnung. Wir haben einen Preis, mit dem wir alle konform gehen und alles ist gut. Ja, da müssen wir jetzt nicht großartig Trends dann aufbauen, die dann ewig weit laufen. Deshalb sinkt auch innerhalb der fairen Preiszone die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung auf 50%. Das ist eine 50-50-Chance und das ist für mich persönlich dann einfach zu wenig. CAD Japan Yen wäre durchaus spannend, weil wir mitunter hier bereits einen untergeordneten Trend auch durchaus wahrnehmen können. Schauen wir mal. Ja, ich zeichne den mal von Hand ein. Das wäre im Prinzip diese Bewegung, Korrektur, Bewegung und jetzt eine 100% Korrektur hierauf, fast 100% Korrektur, ja. Als positiv bewerte ich, dass wir viel Platz hätten, zum Point of Control runterzulaufen. Das ist also eine Situation, wo ich sage, ja, geht. Jetzt sehen wir nur, dass wir die letzten 4 Stunden oder die letzten 2 Perioden wieder auf die Aufwärtsrichtung gehen. Sollte der Markt jetzt über diesen Point of High nicht drüber kommen, ja, dann würde ich sagen, und hier eine Ausgleichskerze bilden, dann würde ich sagen, kann man sich durchaus auf dem Weg nach unten einstoppen lassen. Ja, dann wäre es eine interessante Chance, zum Point of Control zurückzuhandeln. Ja. Insofern packe ich mir den jetzt mal da vorne drauf, dass ich mir den weiterhin auf die Agenda setze. Cut gegen Japan-Yen wäre auf jeden Fall eine Short-Chance zurück zum Point of Control. Das wären, angenommen, wir kämen hier rein, ja, und wir kämen zum Point of Control zurück, dann hätten wir hier, das sind japanische Yen, das wären ja, 700, nein, wären 70 Pips, die wir hier mitnehmen können. Ja, das wäre für mich im Prinzip sogar dann noch in Ordnung. So, dann haben wir Schweiz gegen Japan-Yen. A, Aufwärtstrend in der Korrektur, aber B, in der oberen grünen Zone. Oberer, zu teurer Preis, dort handle ich nicht mehr long. Da würde ich mir dann eher nur einen Short-Einstieg suchen und dafür habe ich keinen Trend. Kein Trend, kein Trade. Euro gegen Australdollar, der kommt zurück zu seinem Point of Control. Deswegen versteht ihr mich vielleicht jetzt, warum ich sage, bitte außerhalb der fairen Preiszone einsteigen in Richtung fairer Preis und du hast die Chance, dass der Trade einfach aufgeht. Ja? Deshalb hier für uns nichts zu handeln. Euro britisches Pfund ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Es ist ein ganz unsauberes Chartbild, was du hier wahrnehmen kannst. Du hast keinen vernünftigen Trend, ja, wo ich sagen kann, jetzt muss ich mal kurz mein Zeichenprogramm aufmachen. Wenn ich es finde. Ah, da ist es. So, wo ist es jetzt aufgegangen? Ah, da. Da ist es. So, ich mache das mal ein bisschen größer. So, schaut mal, das wäre jetzt so ein Trend. Bewegung, Korrektur, ja, Bewegung und dann die Korrektur. Ja. Aber da siehst du schon, A, wir haben zwar jetzt einen Trend,
Aber B, wir haben keine 38er Korrektur. Ja, das heißt, wenn du jetzt hier Fibonacci anlegen würdest, dann müsstest du von hier nach darauf gehen. Ja, und dann siehst du, dass du keine 38er Korrektur hast, ne? Weil die Hot Zone, die beginnt hier 38 bis 61 und da möchte ich den Preis gerne drin sehen. Und da verstoße ich auch nicht gegen mein Regelwerk, zumal ich da einfach dann schon zu weit wieder in der fairen Preiszone drin bin. Natürlich kann der Markt hergehen und kann sagen, okay, ja, ich handle jetzt dann mal hier rauf zum Point of Control. Aber wie gesagt, gegen das Regelwerk zu verstoßen, bringt nichts, weil du deinem Unterbewusstsein dann signalisierst, du kannst machen, was du willst. Und das ist ganz, ganz schlecht. Also lass den Trade einfach zurückkommen, ja, lass den hier zurückkommen zum in die Hot Zone und dann können wir uns überlegen, ob wir hier dann in die Long-Richtung gehen. Ja, das wird diese Woche nicht passieren. Von daher gesehen müssen wir uns auch nicht auf die Watchliste legen. Euro gegen Schweizer Franken, du siehst schon, ne? Am Point of Control angekommen, da musst du einfach nichts machen. Das ist Quatsch, Zeitverschwendung. Nicht Lebenszeit ist wichtig, ne? So, Euro-Dollar ist ein bisschen anders. Ja, da schaue ich mal, ob er den Trend greifen kann. Schauen wir mal. Ja, das wäre so eine Geschichte. Sage ja. Das wäre der Trend hier, Bewegung und dann da die Korrektur. So, das wäre jetzt mein Trend. Jetzt lege ich Fibonacci an, messe die letzte Bewegung und sage, ah, okay, hier ging bis zu 78er und hat sich genau hier am Point of Control stabilisiert. Das ist so ungefähr das, wo ich sage, was ich möchte. Aber wir haben auch noch eine vierte Regel, ne? Ausgleichskerze. Hast du eine saubere Ausgleichskerze? Hast du nicht. Ne? Es ist wohl diese hier, die hier dem bisschen gleichkommt, aber das ist eher so ein Innenstab. Ja? Und Ausgleichskerzen, die habe ich dann schon gerne, wenn sie auch das Tief oder zumindest mal ansatzweise das Tief oder das Hoch irgendwie signalisieren. Ja? Und wenn es aber so Innenstäbe sind, ist immer schwierig. Ja? Und eben bedingt jetzt auch durch diese sehr schwache Liquidität, schwache Zeit, würde ich das an dieser Stelle nicht machen. Ich bleibe dabei. Sollte der Markt aber hier im Kreis vom Point of Low, ja, so ist jetzt hier der Point of Low, Entschuldigung, genau, Point of Low, hier entsprechende Ausgleichs, eine schöne Ausgleichskerze bilden, hier in dem Preisbereich, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, long zu gehen und dann hätten wir, unser Ziel ist dann die 78, wäre dann hier oben auf der 27er Fibonacci-Marke. Das wäre dann etwas über dem Point of Control. Das wäre dann eine super Geschichte. Also packen wir uns auch mal vorne mit auf die Watchliste drauf und gucken mal, ob er sich heute Morgen, ob wir eine Ausgleichskerze in den Bereich bekommen. Ja, wenn es dann so ist, poste ich es ja dann in die Battle of Titans Gruppe rein. Dann haben wir Gold. Gold ist weiterhin schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Tageschart oder kannst auch hier den 4-Stunden-Chart nehmen. Ja, der ist aufwärts gerichtet. Ich mache jetzt mal hier das Gedöns alles raus. So, dann sehe ich hier einen Aufwärtstrend, der mit großer Wahrscheinlichkeit zum Point of Control zurückgeht. Wie kannst du der Gruppe folgen? Patrick, nehme ich an, ist der Vorname. Schreib mir bitte eine E-Mail, blende ich am Ende des Webinars nochmal ein und dann schicke ich dir gerne Informationen dazu. Freue ich mich drüber. So, hier entsprechend würde ich eher in die Long-Richtung gehen, aber der Tageschart ist eher shortig unterwegs, ja, und da oben gehe ich nicht mehr long. Ich fürchte, dass wir oben da an diese Volumenzone anstoßen würden und die COT-Daten sind auch eher auf der Short-Seite. Alles spricht für ein Long. Ich würde sagen, ich würde eher am Point of Control, wenn wir dort so was Trendmäßiges kriegen, dann eher Short gehen. Also Gold ist für mich momentan nicht interessant. Ja? Wenn du sagst, Trade ist aber den Ausbruch zum Point of Control, kannst du probieren. Es ist legitim. Du hast einen Trend. Er kommt aus der Korrektur. Es könnte ein Breakout werden, dann nimm das mit bis zum Gold, bis zum Point of Control. Kannst du machen,
sicher dich aber bitte eng an. Denk dran, wir haben Weihnachten. Und da möchte ich gleich was zu sagen. Mein Mentor hat mir beigebracht, immer einen Satz, hast du es unbedingt nötig. Ja? Und ich empfehle nochmal, jetzt nicht zwangsläufig dieses Gedankengut jetzt in die Weihnachtszeit mit reinzunehmen. Genießt die Zeit mit eurer Familie, genießt die Zeit, die ihr für euch habt, in Ruhe, Kräfte zu sammeln, Frieden zu finden. Es ist alles tausendmal mehr wert als einen Trade, von dem du nicht 100% vielleicht überzeugt bist, in diese Feiertage mit reinzunehmen, weil dann fieberst du der Eröffnung. Ich spreche aus eigener Erfahrung, glaub mir es. Du fieberst dieser Eröffnung entgegen, immer mit dem Hoffnung, oh, hoffentlich nach so Feiertagen, hoffentlich geht das in die richtige Richtung. Ich empfehle dir, tu es nicht. Ja, wir haben genügend Zeit zum Traden. Wir brauchen das nicht zwangsläufig. Ist allerdings nur eine Empfehlung. So, britisches Pfund, australischer Dollar. Böser Absturz, übergeordnet, siehst du hier in Großwetterlage, übergeordnet natürlich ganz klar long ausgerichtet. Von daher gesehen, mit Short ist es da momentan noch nichts, weil wenn du dir den großen Trend anschaust, hier zum Beispiel, ja, mach das jetzt mal ganz groß, ja, dann ist es immer noch ein Aufwärtstrend, siehst du, der eben gerade in seine Korrektur reinkommt. Also shorten würde ich so ein Währungspaar nur, wenn ich wirklich untergeordnet einen blitzsauberen Trend bekomme. Da ich den nicht habe, ist es für mich auch nicht wirklich interessant. Britisches Pfund, kanadischer Dollar, genauso, ähnlich auch hier mitten in der fairen Preiszone, Rücksätze abwarten, Trend abwarten. Bitte wartet in Ruhe Trends ab. Schaut euch im rückwärtigen Modus alles an. Du wirst immer Trends finden und die lassen sich wunderbar handeln. Ja? Und wenn ihr euch noch daran erinnert, gerade britisch von kanadischer Dollar haben wir 750 Pips rausgeholt, wenn ihr euch noch daran erinnert, war einer der tollsten Trades, die wir gemacht haben. Und wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, eine Sekunde bitte mal, dann wisst ihr, da zeige ich euch jetzt einfach mal das Depot, was ich hier auch live führe. Das ist übrigens ein Live-Konto, ich führe nur Live-Konten. Und da seht ihr, ja, nicht Quatsch, das wollte ich nicht haben, da wollte ich hin, aktualisieren, ja, dass wir dieses Konto um die 20% abschließen werden. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Performance. Und genauso machen wir letztendlich dann auch weiter. Und das kommt nur daher, weil wir einfach wirklich stabil traden, keine allzu großen Ausreißer haben. Das war mal hier der S&P 500, den ich da mal mit habe einlaufen lassen. Aber letztendlich siehst du, auch wenn du den weglassen würdest, dass die Kurve tendenziell stabil nach oben geht. Und die letzte Zeit haben wir nur noch schöne Plus-Trades gehabt, seht ihr. Und ich denke, wir können echt damit zufrieden sein. Und das funktioniert am ehesten, wenn du ruhig und stabil tradest. Ganz, ganz wichtige Nummer. Auch wiederum nur eine Empfehlung. Der klassische Cable ist, guck mal, interessant, ne? Raus aus der fairen Preiszone und wo kann man wieder zurück? Exakt bis zum Point of Control, ne? Super spannend. Leider ist er jetzt unterhalb vom Point of Control, wo er uns dieses Signal bringt. Wenn ihr euch fragt, woher dieses Signal kommt, das ist mein eigener Expert Advisor. Findest du auch auf meiner Homepage, der dir die Arbeit abnimmt, Signale zu suchen. Trend, junger Trend. Also das, was mein Regelwerk ist, macht der Expert Advisor hier automatisch. Kriegst du hier ein Signal. Allerdings, das Wo ist immer noch entscheidend und da befinde ich mich unterhalb vom Point of Control und da warte ich, bis er drüber geht. Und dann würde ich auch hier in dem Währungspaar nochmal long gehen. Auch den packe ich mir vorne auf meine Watchliste mit drauf und guck mal, wie er sich dann weiter verhält. Britisch Pfund, Schweizer Franken, mittendrin in der fairen Preiszone, ist zwar ein schöner Trend, siehst du hier, kam hier deutlich zurück, aber befindet sich hier mitten in der fairen Preiszone drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt über die Feiertage hier mitnehmen möchte, weil ich müsste ja dann hier rauf und ist mir zu kritisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich nicht zwangsläufig haben. Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar
ist ähnlich wie die anderen Briten, zu weiter Absturz. Ich muss hier einen sauberen Trend abwarten, dann kann ich hier long gehen. Britisches Pfund, Japan Yen. Nimmst du es wahr? Ja, diesen Aufwärtstrend? Ich glaube, der ist ganz klar ersichtlich. Ist nicht wirklich schwierig, ist aber auch eine der Sachen, die wir in so einem Seminar lernen, Trends zu erkennen, Trends zu zeichnen. Ja? Und deshalb befindest du dich hier noch dazu, zwar im stabilen Trend, hat schön korrigiert, aber wie gesagt, mitten in der fairen Preiszone, da muss ich sagen, handle ich persönlich nicht wirklich. Neuseeland-Dollar gegen den Schweizer Franken. Bewegt sich vom Point of Control weg, mache ich nicht, wenn dann wieder Short zurück. Neuseeland-US-Dollar, da hätte ich mir gewünscht, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wir haben da ein paar Mal drüber gesprochen, da hätte ich mir gewünscht, dass er hier zurückkommt. Ja, das wäre so mein Wunschszenario gewesen, dass der Markt hier diesen Trend einfach macht, ne, so diese Geschichte, ja, und dann hier zurückkommt zum Point of Low und dann hätte ich hier gerne hochgehandelt, aber das hat er halt nicht gemacht, ne? Der Hundskrippel, der Verhaude, wie man Bayern sagt, der hat hier nur die Bewegung abgebrochen und ging dann zurück zum fairen Preis. Was uns aber dieser Trend auch wieder zeigt, und da könnt ihr wirklich, ihr Lieben, viel Vertrauen rausziehen, auch für das kommende Jahr, wo wir ja das ganz konsequent auch weiter durchziehen werden, ja, Trend und Preis sind die beiden natürlichsten Dinge im Trading. Da musst du keine Raketenwissenschaften dafür studiert haben. Da brauchst du nur einen logischen Menschenverstand und du brauchst Frieden dazu. Frieden und Geduld. Und das ist alles unglaublich wichtiger, als jede einzelne Kerze hinterher zu jagen. Und weil ich gerade den Eugen gerade hier lesen kann, in der Gruppe ist er ja auch mit dabei. Ich glaube, Eugen, du hast jetzt auch schon mit dieser Systematik sehr gute Erfahrungen gemacht, auch schon so 250 Pips mal aus so einem Trade rausgeholt. Das ist doch echt ein gutes Gefühl, dass ich nicht hier jedem einzelnen Pip hinterherjagen kann, sondern über den Faktor Zeit wirklich große Schwünge aus dem Markt rausholen kann. Und damit verdienst du aufs Jahr letztendlich genau das Gleiche oder sogar noch viel, viel mehr. Und vor allem auf einer sehr ruhigen Basis. Also wenn man dieses Daytrading betreibt, wo man halt dann sehr viel Stressfaktor hat und wo man auch natürlich viele höhere Ausfallquoten hat. Ne? So, bei dir ist der Neuseeland-Dollar noch am Laufen vom 30.10. Lass mich kurz schauen, Eugen. Ah ja, hier, genau, da, sehr schön, der ist noch am Laufen. Take Profit ist bei 66,36. Ja, hat man schon mal erreicht, 66, knapp hier oben hat man schon mal erreicht. Würde ich laufen lassen, ja. Hast du schon da Teilgewinne mitgenommen, weiß ich nicht. Also Point of Control ist erreicht, aber COT-Daten würden auch noch weiter long anzeigen. Ich würde natürlich absichern. Also, den Softstop würde ich zumindest mal jetzt hier unter dieses Tief hier ziehen bei 65, 50 ungefähr. Ja, da würde ich mal meinen Stopp zumindest nachziehen, aber ich würde ihn ehrlich gesagt laufen lassen. Ja, wir haben uns oberhalb vom Point of Control stabilisiert und wenn dein Ziel hier oben liegt bei der 66, 36, das wäre ja dann knapp über diesem Hoch ungefähr. Also ganz ehrlich, die Märkte sind relativ berechenbar. Ich vermute, und wenn er nur einen Doppeltop hier oben macht, ne, ja, dann beobachte das allerdings mal. Also wenn er um ein, zwei Pips an deinem Target vorbei rauft, schmeiß es raus. Ja, also da müssen wir jetzt nicht päpstlicher sein, dann sei froh. Guck mal, was der Eugen hier rausgeholt hat. Unglaublich, ne? 30.10. Ja, und hier in dem Preisbereich und holt hier raus bis zu dem Target, ja. 288 Pips. Leute, das ist richtig, richtig gut. Ja, und wenn du mal solche Trades gemacht hast, sage ich dir, kommt so ein kleiner positiver Suchtfaktor rein. Da willst du nichts anderes mehr. Da werde ich mich jeden Tag hinsetzen und Daytrading machen für 20 oder 30 Pips oder 10 Pips und dann Kosten mit berechnen und lauter so ein Gedöns. Leute, echt, da können wir uns einfacher im Markt Geld verdienen, weil jede Sekunde, die wir außerhalb vom Trading mit lieben Menschen oder mit Persönlichkeitsentwicklung, mit anderen Menschen helfen, verbringen können, ist tausendmal mehr wert, als tagtäglich irgendwelchen Illusionen hinterherzulaufen.
Es sieht immer alles nur meine persönliche Meinung. Neuseeland-Dollar. Und lustig, das kann ich gerade an der Stelle noch erwähnen. Da haben wir ja schon einen super Profit gemacht und ihr seht, er ging sogar noch weiter. Aber rein raus, Mickey Mouse, haben wir einen super Trade gemacht an der Stelle. Jetzt sind wir am oberen Point of High angekommen. Da würde ich eher dann wiederum auf den Abwärtstrend warten, bis der dann kommt. Jetzt hatte ich vor einiger Zeit einen Post auf Facebook gemacht, wo ich die Frage gestellt habe, ist Trading der vielen Lebenszeit auch wirklich wert? Und da kam sehr oft der Gedanke, ja, wenn Trading ein Hobby ist, ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich stelle dann als Gegenfrage, was ist der Sinn eines Hobbys? Ne? Also für mich muss ja ein Hobby immer irgendeinen Sinn haben. Ja? Selbst wenn ich jetzt SimCity spiele, ja, dann hat es einen Sinn, dass ich ein Strategiespiel spiele, wo ich mein Gehirn anstrenge. Ja? Bin ich jetzt im Kleintierzüchterverein, ja, dann habe ich halt gerne Tiere um mich. Ja, bin ich Sportschütze, ja, dann trainiere ich auch meinen Geist. All solche. Bin ich Fußballer, bin ich Sportler in meinem Hobby, bin ich Golfer, was auch immer, tue ich was für meine Fitness. Ich frage mich dann immer, wenn Trading mein Hobby ist, was ist der Sinn? Ja, wenn ich jetzt auf Demo unterwegs bin und kein echtes Geld verliere, ja, dann frage ich mich trotzdem, was ist der Sinn? Willst du es lernen, dass du später mit Geld verdienen kannst? Absolut top. Ja, wenn du es nur auf dem Demokonto machst, um Zeit zu generieren oder Zeit zu verbringen damit, was ist der Mehrwert? Weil Trading, wenn es als Hobby ist, hat nur dann einen Mehrwert, wenn du zulässt, dass es was über dich sagt, dass du etwas über dich lernst, Trades laufen zu lassen, Regelwerk einzuhalten, ja, einfach nur rumzuzocken. Ich gebe euch nur Gedankenanstöße. Ich werde keine Wertung dazu abgeben. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Ja, überlegt euch das bitte gut, ob Trading für euch, wenn es ein Hobby ist, einen Mehrwert bietet. Weil nur Zeit damit zu verbringen, ohne dass irgendwas passiert, ganz ehrlich, von 5 Männern erreicht einer das 65. Lebensjahr nicht. Das heißt, 20% aller westeuropäischen Männer erleben das 65. Lebensjahr nicht. Und da möchte ich nur eines bewusst machen, wie kostbar Lebenszeit ist. Wenn du also Trading betreibst, um irgendwann damit Geld zu verdienen, super. Ja? Wenn du Trading betreibst als Hobby, weil du dich selber weiterentwickeln möchtest, weil dich Trading ja an den Rand deiner Komfortzone gerne mal bringt, ja, dann ist es in Ordnung. Dann wirst du aber auch etwas über deine Zeit lernen und dann wirst du dir sehr schnell die Frage stellen, bringt's mir was? Ja? Oder nehme ich die Zeit lieber und verbringe sie mit meinen Kindern? Ich weiß nicht, wie viele von euch Papa und Mama sind, ja, aber da muss man sich fragen, ne? Zeitfaktor. Der Punkt, ja. Lasse ich jetzt meine Familie hinten ran stehen, weil ich mich hier mit roten und grünen Kerzen beschäftigen möchte, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn du sagst, ich beschäftige mich später da mit meinen Kindern oder mit meiner Frau oder Partnerin, was auch immer, da musst du dir die Frage als Partner oder als Papa stellen, wollen die später da mit mir noch? Ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, über den man sich ernsthaft Gedanken machen müssen, weil bitte unterschätzt dieses Thema der Lebenszeit nicht. Im Trading weißt du, wo du deinen Stop hast und wenn der Trade dahin läuft, ja, dann weißt du, okay, bist ausgestoppt worden. Wann aber dein Lebensstopp kommt, das weißt du halt eben nicht. Und ich finde, das ist für mich, also ich finde, das ist ein ganz ernsthafter Gedanke. Deshalb in deinem Tradingplan oder in deinem Businessplan muss schon drinstehen, warum du Trading betreibst. Und wenn es ein Hobby ist, was für einen Mehrwert bietet es dir? Vielleicht nehmen wir so einen Gedanken einfach mal mit durch, worüber man gut nachdenken kann. So, Neuseeland-Dollar gegen Kanada-Dollar haben wir auch schon unseren Profit gemacht. Ja, haben wir auch schon 100, fast 200 Pips rausgeholt. Seitdem kommt dann nicht mehr weiter.
gibt auch keine neue Einstiegschance. US-Dollar gegen den Schweizer Franken, haben wir noch keinen Trend. Wäre spannend, wenn wir einen Trend hätten, dann könnte man zurück zum Point of Control, aktuell eher weniger. US-Dollar gegen Kanada, kein Trend, wir wollen ja zurück zum Point of Control, musste also letztendlich nichts machen. Und US-Dollar gegen den Japan-Yen, ja, du hast einen Aufwärtstrend. Siehst du, da hat man mal drüber spekuliert, am Point of Control einzusteigen. Ja, unser Ziel läge ja dann hier bei der, na komm her, hier oben auf der 61er. Siehst du, wie schwer das sich der Markt da tut innerhalb der fairen Preiszone? Boah, deshalb mag ich es gar nicht, dort Trades zu eröffnen, weil das einfach immer sehr, sehr schwierig ist. So, was haben wir für diese Woche jetzt vorbereitet in unserer Weihnachtswoche, wenn denn dann überhaupt? Also, Katz Japanien warten wir, ob er unseren Abwärtstrend bildet, ob wir ein Short-Signal bekommen. Euro, US-Dollar warten wir ab, ob wir vernünftige Ausgleichskerze bekommen, um dann in Richtung Point of Control oder in unserer Richtung Target dann auch zu arbeiten. Und den klassischen Cable auch long, aber immer bitte erst, wenn er über den Point of Control drüber geht. Das wären von der technischen Seite her. Und wenn ihr sagt, ich bin nur an technischer Analyse interessiert, dann wäre das Webinar für dich jetzt beendet. Ich möchte dich ja nicht zwingen, dir noch etwas anderes anzuhören. Wenn du sagst, mich interessiert aber eventuell noch ein Gedanke, den ich gerne mit anbringe, nämlich so der Gedanke des Tages, oder ich würde ihn jetzt ein bisschen erweitern, Gedanke zu Weihnachten, weil es ja jetzt heute auch unser letztes Webinar auch für dieses Jahr ist, ja, dann gebe ich euch einen schönen Spruch mit, sag deinem Navi, was übrigens dein Universum ist, wo dein Ziel liegt, und es wird dich dorthin führen. Ich finde das super spannend, warum das so ist. Es ist, ihr Lieben, für mich ist Leben ist ganz, ganz wichtig, und es ist sehr, sehr entscheidend. Und es ist wie in deinem Businessplan auch für dein Trading. Ja? Wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, ja, dann wirst du auch nirgends ankommen. Ne? Ist nun mal so. Da musst du dich mit dem zufrieden geben, was das Leben mit sich bringt. Und jetzt ist ja die Frage, was wollen wir denn in unserem Leben erreichen? So diese berühmten Big Five for Life. Und das Big Five for Life heißt immer, wenn du eines Tages gehen musst, was möchtest du dann erreicht haben? Weil ihr wisst ja, wenn wir irgendwann mal gehen müssen, dann bereuen wir ja ganz, ganz selten das, was wir gemacht haben. Wir bereuen ja meistens, und wahrscheinlich wirst du es im Geist sprechen können, wir bereuen meistens das, was wir nicht getan haben. Und das ist doch schade. Und Trading lässt uns das bewusst werden. Jeden Tag, wenn wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten müssen, wenn wir mit uns selber als Menschen arbeiten müssen, ja, und wie schnell die Zeit vergeht, wieder eine 4-Stunden-Kerze vorbei. Wieder eine 4-Stunden-Kerze vorbei. Wieder eine Tageskerze. Ist ein ganzer Tag weg. 24 Stunden. Ja? Und wir haben im Schnitt 28.400 Tage zu leben. Ja? Wenn du von 78 Jahren ausgehst. Und wenn du heute, und das ist genauso, angenommen, du möchtest irgendwo hinfahren, wo du vorher noch nie warst. Und es ist im Leben übrigens auch so. Du weißt nicht, was das Leben für dich bringt. Du weißt nicht, wo es hingeht. Also musst du was eingeben. Es ist genauso, wenn du in Urlaub fahren möchtest und warst dort noch nie. Dann hast du dein Navi, dann tippst du das ein und sagst, dieses Land, diese Postleitzahl, diese Straße. Und dann ist es spannend. Dann fährst du los. Dann kriegst du sogar noch exakt die Zeit angezeigt. Und was ganz toll ist, was das Navi, moderne Navis natürlich machen, wenn du dich verfährst, was sagt dir dein Navi dann? Die Route wird neu berechnet. Das heißt, du kannst dich tausendmal verfahren. Das Navi, wenn du dein Ziel eingetippt hast, wird es immer wieder die Route neu berechnen und wird dir immer, ohne zu nörgeln, übrigens, es ist nicht wie so ein Partner, der sagt, Alter, wo fährst du denn wieder hin jetzt? Ja, der hätte links abbiegen müssen. Nein, das macht das Navi ja nicht. Ja? Oder wir Männer fragen ja nicht nach dem Weg. Ne? Wir finden ja immer alles. Ne?
Navi sagt uns auch nach dem tausendsten Mal, wenn du falsch abgebogen bist, die Route wird neu berechnet. Und wenn du dann irgendwann mal so schlau bist und fährst auch dahin, wo du hin möchtest, dann kommst du auch irgendwann an. Ihr Lieben, Algorithmen von modernen Systemen merken sich übrigens, wo du hinfährst und was du dort machen möchtest. Moderne Navis, die also auch teilweise fest eingebaut sind, ist übrigens wie im Internet auch. Geh mal, such mal irgendeinen Begriff. Ja, such mal irgendwas. In den nächsten Tagen wirst du auf all deinen Homepages immer wieder kleine Pop-ups bekommen. Du hast doch das gesucht, wir haben da noch einen Tipp für dich. So funktionieren Algorithmen. Und Navis übrigens auch. Ja, das heißt, wenn du an deinem Ort ein italienisches Restaurant suchst und es machst du 2-3 Mal, dann merkt sich dein Navi das. Fährst du dann in eine andere Stadt, wird es dir Vorschläge für ein italienisches Restaurant bringen. Ja, wenn du nicht mehr italienisch ins Restaurant gehen möchtest, musst du was anderes eintippen. Und das ein paar Mal, bis es dir eben sagt, na gut, jetzt schlage ich dir chinesische Restaurants vor. Und das ist total spannend. Das hat nichts mit Gedöns zu tun. Es ist total spannend. Geh mal dein Leben rückwärtig durch. Unser Universum funktioniert genau so. Wenn du deinem Leben, wenn du deinem Navi in deinem Leben nie sagst, wo du hin möchtest, musst du das nehmen, was du bekommst. Und du wirst irgendwann mal zurückblicken und sagen, ach, das hätte ich aber noch gern gemacht und das hätte ich noch gern gemacht, hast du aber keine Zeit mehr. Und viele machen den großen Fehler und sagen, ja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich das und dann mache ich das. Aber ganz ehrlich, steigst du auf den Eiffelturm nicht leichter mit 40 als mit 65 oder 67? Wer sagt dir denn, dass du das 65. Lebensjahr überhaupt erreichst? Wer sagt dir denn, ob du so gesund bist, dass du mit 67 noch auf den Eiffelturm hochsteigen kannst, nur weil du sagst, ja, das mache ich dann später mal? Oder ob deine Kinder dann noch mitfahren wollen mit dir? Und deshalb habe ich für mich auch festgestellt und deshalb steht für mich auch das Jahr 2020 im Zeichen der Menschlichkeit. Weswegen ich auch gebe, so ein Seminar zum Beispiel zu einem Preis, der sich nicht mal selber trägt, wo ich sage, da zahle ich als Referent sogar noch drauf, dass ich dir was beibringe und dass ich dir einen Gedanken zeigen kann. Ja? Aber wenn du dem System oder deinem Navi, deinem Universum nicht sagst, wo du hin möchtest, ja, kommst du nie irgendwo an und musst nehmen, was du bekommst. Sag doch mal ganz klar, wo du hin möchtest, was du erreichen möchtest und dann mach auch was dafür. Sonst kommen die Pop-ups nicht, ja? Weil wenn du sagst, ha, ich möchte gar nicht mehr so gerne so viel arbeiten, verbringst aber jeden Tag 18 Stunden in deiner Arbeit, dann sagt das Navi, dann sagt dein Universum, ja, qua, ich gebe ihm noch mehr Arbeit, weil scheinbar hält er sich ja super gerne in seiner Arbeit auf. Dann musst du aber schon auch mehr für deine Freizeit tun. Und dann wird das Universum Pop-ups bringen und sagen, oh, guck mal, der möchte mehr für die Freizeit tun. Ja, da gebe ich ihm mal das und das. Es funktioniert tatsächlich. Du musst es nur wahrnehmen und du musst es auch tatsächlich wirklich nur tun. Und das ist ein super interessanter Gedanke. Und es wäre doch wirklich super, super schade, wenn wir unser Leben nur so dahin treiben lassen. Es ist zu schade. Wir haben nur eins. Wir haben nur ein Leben. Und Trading ist ein super toller Teil, wie wir das Leben super positiv gestalten können. Aber es darf nur ein Teil sein. Aber das Spannende ist, dass ja gerade dieses Trading, wenn man es zulässt, uns zu solchen intensiveren Gedanken führt. Was ist der Zweck deiner Existenz? Warum bist du hier auf diesem Planeten? Es muss ja einen Grund dafür geben. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und das ist die Essenz dessen, wo ich mitgeben möchte, jetzt vielleicht auch über diese Weihnachtsfeiertage. Denk doch mal ernsthaft darüber nach, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Worauf möchtest du mal zurückblicken und stolz sein auf das, was du erreicht hast? Und wir dürfen uns sehr, sehr wohl freuen über das, was wir erreicht haben. Der Weg ist das Ziel, Liebe, lerne leicht gesagt, da eben nur leicht gesagt, die Stolpersteine sind doch eher Felsen. Das ist richtig. Die Frage ist ja immer nur, was mache ich daraus? Natürlich gibt uns das Leben Steine rein, ja, oder auch mal Felsen,
aber ich habe immer die Option, es ist nur Sache der Wahrnehmung, ich habe immer die Option, ja, haue ich mir den Kopf, stolper ich drüber, lande im Dreck oder steige ich drauf, nehme die Herausforderung an und überlege mir eine Lösung dafür. Es gibt für alles eine Lösung. Und für wo es keine Lösung gibt, muss ich akzeptieren. Das Unausweichliche akzeptieren. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den wir ausführlich mit Dingen auch abarbeiten werden in so einem Seminar, das unheimlich großen Einfluss haben wird dann auch aufs Trading, kann ich euch jetzt schon sagen. In diesem Sinne, lieben möchte ich euch natürlich auch gerne, wie versprochen, das war so der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Und abschließen möchte ich natürlich dann gerne, dass ich euch ein wunderschönes Wochenende wünsche. Frohe Weihnachten. Hier habt ihr nochmal meine Homepage. Dort findet ihr dann auch die E-Mail-Adresse. Die ist übrigens info@stauhau-trading.com. Ich dachte, ich hätte sie eingeschrieben. Aber ach, da oben steht sie doch. Mail Office, genau. Findet ihr auch das, was ihr wissen möchtet. Insofern, ihr Lieben, es war mir eine große Freude. Ich hoffe, ich konnte euch noch einen Gedanken mit in die Feiertage mit reingeben. Ich wünsche euch erstmal danke, dass ihr dieses Jahr dabei wart und ich hoffe, es geht auch nächstes Jahr so weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage. Achtet auf eure Gedanken und es wird alles gut werden. Und in diesem Sinne, bleibt mir gewogen und denkt immer daran, der Weg ist das Ziel. Bis dann, bye bye und frohe Weihnachten.